Willkommen zurück zu Spiritfarer. Wir sind hier in... kurz mal gucken. In... Genau, Edgeboro Lane. Und ich denke mal, wir werden uns jetzt mal hier zum Sunspring-Platz aufmachen. Und währenddessen können wir mit Brooke mal reden. Und ich glaube, mit Beverly müssen wir auch noch reden. Ich denke mal, Beverly wird jetzt gerade hier angezeigt. Oben. Genau. Und dann müssen wir, glaube ich, immer noch einen einladen für das Essen von Atul. Gute Arbeit, Zuckerschote. Lektion gelernt. Du hast gewartet und das hat sich ausgezahlt. Ich bin stolz auf dich. Du solltest auf jeden Fall den Archivraum B2522 bauen. Du hast ihn gekauft. Du hast ihn dir verdient. Ich weiß gerade gar nicht überhaupt, was macht dieser... Archivraum überhaupt. Würde mich auch mal brennend interessieren. Bauen, Archivraum, Keller, Schmiede. Wir haben noch nie mal einen Keller, haben wir. Ektoplasma braucht man nämlich auch noch. Hühnerstall, Schmiede, Schafe, Obstgarten, Gießerei. Hier der Archivraum dabei? Nö. Oh, warte mal, was braucht man dafür? Eine durchsichtige Glasplatte und Kiefern braucht man. Okay, das ist nicht das Problem. Sunspring-Platz entdeckt. Ziemlich klein. Oh, hey. Luftschuss-Archivraum hier. Aluminiumbahn braucht man zwei. Hier kannst du deine... Achso, meine Lieblingserinnerung. Alles klar. Wir machen aber jetzt erstmal Glasplatte, glaube ich, für das Haus. Genau. Eine durchsichtige Glasplatte. Und dann, ja, mal schauen, was wir als nächstes fertigen werden. Ja, durchsichtige Glasplatte, jawohl. Das denn nicht? Oh, was hat denn der Hühnerstall eigentlich vor? Müssen wir auch gleich nochmal gucken. So, durchsichtige Glasplatte haben wir. Der Hühnerstall hat noch ein bisschen Ei wieder. Sehr schön. Ein Hühnerstall ist voll. Das ist schon mal sehr gut. Ich finde aber auch gut, dass wir zwischendurch mal Eier bekommen. Und die ganzen Rezepte vielleicht mal zwischendurch irgendwie zu lernen. Wer weiß, was dabei alles rauskommt. Ja, Astrid ist ja seit dem letzten Mal alleine. Also, die hat auch nicht viel zu lachen momentan. Scheint auch ziemlich angefressen zu sein, habe ich so das Gefühl. Ich guck mal eben. Ist nichts. Vielleicht kriegen wir hier schon einen neuen Kumpel noch dazu. Da sitzt immer dieses Mädchen am Fenster und sieht mich an. Vielleicht kenne ich sie ja von irgendwoher, schon etwas merkwürdig. Unterwegs zu einem glücklicheren Tag. Eine Wegbeschreibung? Ich gehe immer nur nach links und nach rechts. Aber wenn du dir mal einen tollen Ort ansehen möchtest, mein Bruder hat von diesem Ort voller riesiger Werbetafeln gehört. Vermutlich hat er gelogen. Vielleicht könntest du dir das mal ansehen. Oh, nice. Ich habe einen Ort auf der Karte gefunden. Hallo. Weißt du, wo meine Freundin Marianne wohnt? Na gut, trotzdem danke. Nee, weiß ich nicht. So, was haben wir denn hier? Ich hoffe, das sind Bäume, die wir brauchen können. Kiefern wären super, aber es können keine Kiefern sein. Nee, Eschen. Schade.
Kiefern sind ja im Prinzip so eine Art, naja, Weihnachtsbäume nicht, aber halt da, wo die Nadeln dran hängen, ne? Edelbeeren. Willkommen im Park. Ich bin David, einer von vielen Parkhütern, die sich um die Parks in unserer Region kümmern. Ich wollte dir nur sagen, dass diese Bäume krank sind. Sie leiden an einer seltenen Krankheit. Wir müssen sie fällen. Nachher kommen ein paar Waldarbeiter. Ich wollte dich nur warnen, damit du hier im Park sicher bist. Und damit du den Park respektierst und deiner Gemeinde hilfst. Viel Spaß im Park. Ist klar. Wenn die krank sind, ist natürlich nicht ganz so schlimm. Dann können wir hier Bäume erstmal fällen. Die sehen fantastisch aus. Davon hatte ich geträumt. Kleinen Moment mal, ich muss mal kurz unterbrechen. So, da sind wir wieder. Ich musste bloß mal kurz was mit Sunny klären. Auch hier draußen. Luft und mühe mich ab für das Dice-Spiel. Respektiere die Dice-Boys. Oh, tut mir leid. Ich habe nur dieses Lied mitgesungen. Es ist ziemlich gut. Nun denn. Was nun denn? Tschüss. Geh mal weiter nach rechts, aber hier wird nicht viel sein. Irgendwas? Hier ist ja gar nichts. Warum bin ich denn hier? Warum kann ich da rein? What? Macht ja gar keinen Sinn. Amethyst, Weizensamen und eine schicke Vase. So nice. Gehen wir hier nochmal rein. Weil da ist jemand. Ich habe meinem Freund gesagt, dass er ausziehen soll. Das war vor 2 Wochen, aber er ist immer noch hier. Ich muss ein Machtwort sprechen. Oha. Arme. Alter, da war eine Leiter. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich verstehe nicht ganz, wofür diese Masten hier sind, weil wir können uns ganz normal frei bewegen. Das macht alles gar keinen Sinn gerade. Jeden Morgen kommt dieser süße Junge vorbei. Ich sitze gern einfach nur hier und warte auf ihn. Aber nichts Besseres zu tun, so bin ich wenigstens beschäftigt. Ja. Richtig. Uff. Rüben und Zwiebeln. Oh, nice, Zwiebeln. Davon hat man noch nichts bekommen. Wo kann ich denn? Ja, viel höher kann ich nicht. Schade. Und hier war, wenn ich das richtig sehe, auch niemand drinnen. Das macht alles keinen Sinn, sich hier aufzuhalten. Na gut, nicht ganz. Wir haben ja eine Karte bekommen zu einem Übergang. Was hieß Übergang? Zu etwas, wo wir hin können. Kaltsteinbergwerken. Bitge GmbH. Verbesserung. Schwierig. Warte mal. Seinstoff, Kristallglasplatte. Brauche ich 6 Seelenblume, noch eine.
Und das abgefüllte Ektoplasma habe ich auch noch nicht. South Point Docks, Old Central District. Oh, nice. Oh, guck mal da oben. Eine neue Schildkröte. Hallo, Irina. Irina. schön. So, Dissos Blätterdach. Das bist du. Graunebelgipfel. Da komme ich überall noch nicht hin. Wenn mir das nicht so wirklich was bringt, ne? Ren AG. Das ist, glaube ich, das, was mir angezeigt wurde. Nee, doch nicht. Warte mal, guck mal hier. Sandwich Walk. Komm es mal hin. Ja, gucken wir mal da hin. Schauen wir mal. Und jetzt können wir mit Brock reden. Na komm, jetzt. Ja, ich kann ihre ehrwürdige Magie riechen. Ihr Duft erinnert eindeutig an die Aromen von Flieder und Holunderbeeren. Sieh sie da an. Kryptische Runen, silberne Dekorationen. Diese Schriftrolle wurde zweifelsohne in der uralten Sprache Nagadan verfasst. Mach einen Wissenswurf. 18. Fantastisch. Dein Erfolg lässt draußen schließlich das auf das alte Nagadan perfekt beherrscht. Kommandantin, lass dich von den verzauberten Anweisungen anleiten. Wenn das Haus dann mal steht, kann ich endlich den Rest des Szenarios lesen. Sobald mein Schlupfwinkel errichtet wurde, werde ich endlich ruhen können. Und ich werde über die Macht verfügen, den ätherischen Schleier zu durchdringen und mit den Elementarmächten zu kommunizieren. Ein ärmliches Schicksal liegt in deinen Händen, Kommandantin. So, das Haus können wir noch irgendwann... Ach, warte mal. Ich den gerade... Wo ist er denn? Er ist schon davon geflogen. Irgendwo hier rüber. Da. Das klingt toll. Ich hätte gerne einen Auflauf. Sehr gut. Sandwich Rock. Ah, lol. Das ist... ist das mit den ganzen Schilder? Okay, so. Jetzt kommt der schwierige Teil. Ich brauche eine Sushifin. Was? Jemand, der mir dabei hilft, die ganzen Gerichte zuzubereiten. Ein guter Koch hat immer auch ein gutes Team zur Unterstützung. Eins kannst du mir glauben, Stella. Wir sind ein tolles Team. Ich werde aufschreiben, was jeder gerne hätte. Du musst es dann einfach nur zubereiten. Das ist ja der wichtigste Teil. Du weißt schon. Ich glaube, zwei Dinge hatte ich ja schon gehabt. Dann gucken wir mal kurz. Da. Laxa, die Nudeln ist warm. Jetzt brauchen wir bloß noch den Auflauf. Genau. Geh mal ganz runter. Ich fange von unten an. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe den Auflauf schon gesehen. Nee, Pommes. Schade. Rinderfondue. Tomatenpizza, Speck und Eier. Tasse Tee. Pfannkuchen. Auflauf. Getreide und Fleisch. Was für ein Fleisch, ist egal, oder wie? Ja. Getreide, machen wir mal hiervon was rein. Und fleischmäßig... einfach mal Schweinefleisch reinschmeißen. Und da müsste man den Auflauf eigentlich schon haben. So, die anderen schlafen schon alle. Wir gehen jetzt trotzdem einfach mal rüber, ohne dass wir schlafen. Oh, ein Schäfchen. Ein freies Schäfchen. Früher war es hier richtig cool, total angesagt und kreativ. Ich kann mich an eine Party erinnern, bei der... Warte mal. Kann ich mich an eine Party erinnern? Oder war ich alleine? Ich erinnere mich an Leute. Waren da überhaupt Leute? Ich bin völlig verwirrt. Mäh.
Mein Bruder hat dich geschickt. Er hat dir gesagt, dass ich über diesen Ort gelogen habe. Wir liegen schon seit Jahren in Fehde. Der Klang seines Namens ist mir zuwider. Du musst unbedingt sofort zu meinem Bruder zurückkehren. Sofort. Erzähl ihm von diesem Wunder, diesem einzigartigen Ort. Rette meinen Ruf, Großabenteurerin. Ich weigere mich, diese bittere Rivalität weiter schweren zu lassen. Mein Bruder wird dich sicher für deine Anstrengungen schädigen. Okay. Also wieder dahin zurück. Haben wir jetzt Knoblauchsamen? Nice. Ich liebe Werbung. Sag mir, was ich denken soll. Das ist keine Wissenschaft. Es ist eine Art zu leben. Ist wieder so eine... Ich weiß nicht, was ich damit anstellen soll. Das ist bestimmt noch eine Fähigkeit, die ich noch nicht habe. Oh, da ist Stanley. Mal kurz hier gucken. Bananen. Bananen haben wir auch noch nicht. Okay. Bin ich immer gespannt, was Stanley jetzt will, wenn er schon hier ist. Den habe ich ja noch nie aus seinem Dings rauskommen sehen. Welche Taste? Wertvoller Ring Olivensamen. Nice. Tann. Was ist ein Tann? Ich weiß nicht, was. Ich weiß keine Ahnung, was hier ein Tann ist. Feuerzeug, Keramik, Schlüssel. Das ist Gemüse, das ist Essen. Das sind alles Rohmaterialien. Mein Plan. So, was willst du eigentlich hier? Hey, Riesenhut, weißt du, wie man den Sender wechselt? Da läuft eine Werbung. Das hasse ich. Wenn wir schon einen so großen Fernseher haben, sollten wir nicht nur Werbung schauen. Das ergibt doch keinen Sinn. Werbung mit dem großen Fisch gefällt mir aber. Er sieht so freundlich aus. Ah, geht schon. Maulbeersamen. Oh, nice. Habe ich hier eigentlich ganz gut gerade abgefasst, muss man mal sagen. Olivensamen, dafür braucht man aber ein Dings. Shit. Jetzt müsste man eigentlich Auflauf haben, ne? Ja, nice. Okay, Moment. Ich tue mal eben hier die Sonnenblumen ernten. So, was kann man dafür hier anpflanzen? Ich hätte gerne... Oh, Loch. Stinkt zwar dann ein bisschen, aber hey. Mach mal weiterhin Sonnenblumenkerne. Bisschen Wasser drauf plätschern lassen hier. Alter Teppich. Okay. Zwiebeln. Zwiebeln anpflanzen finde ich immer ganz gut. Dann finde ich ganz super, dass wir so eine Rüben wieder haben. Oder wie hat man die immer genannt? Kleinen roten Sellerie nicht. Ich bin gerade nicht drauf.
Naja, egal. Wenn man den Tag jetzt, beziehungsweise die Nacht überbrücken, auch wenn es nicht mehr so viel ist. Aber dann können wir wenigstens schneller uns hier wieder verdünnisieren. Wir haben ja den Bruder jetzt getroffen. Das heißt, wir müssen wieder zurück. Und uns dort bei ihm melden, dass er uns ja für den Spaß entschädigt. Den er uns gegeben hat. Was ist das denn? Blübermüchen. Achso. Kisten. Plätze. Hier ist auch noch irgendwas. Aber erstmal dahin. Warte mal, wir haben gar keine Heidelbeeren gesehen. Hieß das, wir können noch zwei Obst. Oder hier zwei so eine Plantagen hinbauen. Das eine wäre jetzt, wie gesagt, die Heidelbeeren. Das andere wäre. War denn das gewesen? Mal gucken. Ach, Maulbeeren. Warum? Ach genau, und das andere wären halt Oliven gewesen. Natürlich krass. Weiß auch gar nicht, können wir nicht irgendwie einen Baum absägen hier? Nee. Schade eigentlich. Hatte nämlich so ein bisschen drauf gehofft. Dass das funktionieren könnte halt. War leider doch nicht. What? Wie schnell ist denn das gewachsen? Was? So, gehen wir mal rüber. Und holen uns unsere Belohnung ab. Ich weiß bloß nicht, welcher Bruder das war.